Jo, was, willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige jetzt in diesem Video neue Eventwoche und um das neue Casino-Fahrzeug. Also wie gesagt, mit neu bis lassen Abo da und ab geht's mit dem Video. Dann fangen wir an mit dem Casino-Fahrzeug. Und zwar haben wir den Debauchi Wagner am Start hier. Der kostet normalerweise 1,5 Millionen. Echt ein geiles Rennfahrzeug, habe ich früher oft gefahren, habe viele Rennen damit gewonnen. Traktion 1 plus damit und schnell ist auch noch. Also wie gesagt, von heute bis zum nächsten Donnerstag könnt ihr den gewinnen, einfach am Rad drehen. Dann nehmen wir den kostenlos einfach mit. Jetzt machen wir weiter mit den Rabatten, und zwar auf der Seite von Elites Travels haben wir ein kostenloses Flugzeug, Ultralight heißt es. Es ist extrem langsam, hab's selbst nicht gehabt. Wer Bock drauf hat, kann es holen, aber ich glaube, kein Mensch braucht sowas. Da kann man immer beim CEO einen schnellen Buzzard besorgen. Diese waren letzte Woche, die teuren Sachen. Und das war's mit der Seite hier. Dann wenn wir auf Legendary Motorsport gehen, finden wir unten T20 im Angebot, hier unten. Der West 8 war letzte Woche. So, schauen wir sofort nach. Und zwar hier unten ist hier der T20. Hier ist er. Kostet nur noch 1,5 Millionen. Also wie gesagt, das Fahrzeug muss man eigentlich haben. Echt krank für Stuntrennen und sowas. Aber für so Parcoursrennen wie Level Age und sowas. Must have muss man sich holen. Und der Pegassi Osiris. Den kann man geil tunen. Wie gesagt, ist schon ein Oldschool-Fahrzeug. GTA gibt es schon seit Anfang an gefühlt. Und kann man sich holen. Auch ein geiles Fahrzeug. Die Seite von Rostock Catch gilt auch heute, diesmal viele Angebote. Hier einmal der Rangers ein Angebot, da kostet nur noch 1,3 Millionen. Er ist vor allem noch schnell, wusste gar nicht, selbst habe letztens geflogen, der war extrem schnell, kann man schon, kann man auch geil tunen. Scramjet und Presser waren beide letzte Woche, aber wenn noch wer die noch haben will, kann noch schneller reinkommen. Welche beide bekommt er noch ein Angebot? F1 Hunter, echt geil, war halt ein Sperrfeuer als Primärwaffe drauf noch, extrem krank. Glaube ich, 5 Schüsse auf einmal macht der, so kann man es schulen. Echt lustig damit, aber auch krank ist das Fahrzeug einfach. Ich meine, das Flugzeug. Hier die Bombushka, Angebot 2,6 Millionen. Hatte ich mal, braucht keiner, extrem langsam und ja, einfach unnötig. Dann die LF22, 1,6 Millionen kann man schulen. Braucht auch keiner, hat einen schlechten Geschütz drauf. Die Rockshow war letzte Woche. Die Molotov war, glaube ich, auch letzte Woche. Aber wie gesagt, der Tool ist aber neu. 2 Millionen. Und der MTW, der war auch letzte Woche. Also es waren viele Angebote von letzter Woche noch dabei, aber ein paar sind hier neu. Manchmal fehlt mir einfach ein Überblick hier. Aber wie gesagt, wenn ihr was haben wollt, checkt einfach ab, hier schnell. Und das war's auch mit den Angeboten. Der Rocket Voltic war vorletzte Woche, vielleicht ist hier noch diese Woche noch, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich zeige es einfach euch nochmal hier. Rocket Voltic auch nochmal Angebot, 2 Millionen, aber keiner braucht sowas. Also dann hol ich über den Oppressor da oben. Und das war's mit den Rabatten. Hier zur Seite von Mace Bank Foreclosure sind die Gebäude, und zwar sind noch viele im Angebot, könnte noch ein Bug von letzter Woche sein, weil ich wieder direkt am Start bin hier. Und zwar sind die Basis noch im Angebot hier. Hier um 50% und noch die hier. Die Videoläden hier, nennt man nochmal hier. Leider Namen vergessen, man. Scheiße, Lost. Egal, wie gesagt, Spielerhallen. Ja, auch noch im Angebot. Und noch hier die Hangar. Auch noch alle im Angebot. Es könnte noch ein Fehler von letzter Woche sein, wie gesagt. Aber Sachen, die ich dann noch hinzufüge, wie VIP-Aufträge oder ob Bunker-Aufträge mehr Geld bringen, würde ich einfach unten in den Kommentaren anpinnen. Also wie gesagt, bleibt dran. Und dann war es auch mit den Angeboten, mit den Gebäuden. So, dann machen wir weiter mit dem Bonus. Und zwar wie immer, Job spielen von Rockstar erstellt. Wenn wir rot auf Gegnermodus gehen, wenn wir hochscrollen, finden wir gleich sofort hier über Sumo die Stockpile-Rennen. Die bringen uns diesmal dreifach Geld und dreifach RP. Hier sehen wir die. Ich habe selbst nur so aktiv gespielt. Können spannend sein, aber auch könnte auch extrem langweilig sein. Wie gesagt, müsst ihr mal spielen. Aber dreifach Geld und dreifach RP bedeutet viel Geld mitnehmen. Also wie gesagt, spielt einfach, wenn ihr Geld braucht oder RP, spielt und staubt einfach die Sachen ab. Und das war's auch mit den Bonis hier. Jetzt ist das Zeitrennen am Start, und zwar heißt es hier Elysia Island. Und zwar haben wir 1 Minute 40 Zeit dafür. Starte ich mal ganz kurz mal. Und zwar das Ziel befindet sich hier hinten. Wo ist es? Ja, ganz hinten. Es kommt dazu im Video, also wie gesagt, bleibt dran, abonniert auch. Aktiviert auch die Glocke und lasst ein Like da. Hier, das ist das Zeitrennen. Man kriegt dafür 100k, also einfaches Geld. 1 Minute 40, also kann man machen. 1 Minute 40, los. Und das war's auch mit der Eventwoche. Zeige ich mal ganz kurz auf, wo sich das erste Bandito-Zeitrennen sich befindet. So, steigen wir mal ganz kurz aus. Machen wir das so einfach. Respawnen wir mal ganz kurz schnell.
So, und zwar das RC-Bandito-Rennen befindet sich auch in der Nähe. Nein, sogar in der Innenstadt, sogar hier. RC-Bandito-Zeitrennen 21, dafür könnt ihr auch spielen, aber das bringt auch ungefähr nur so 50k. Habe ich selbst gespielt, also wie gesagt. Und das war's auch mit der Eventwoche dann. So, hoffe, das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Gleich kommt es wieder zum Zeitrennen. Und wir bleibt einfach dran. Abonniert wegen dem besten Content auf GTA. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.